Einen Moment bitte. Ja. Einen Moment. Ah, hallo? Ah. Der Prozent war aber schwierig jetzt. Oh, jetzt kommen wir auf die Zielgeraden. 77%. Geht das noch mehr? Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? 79%. Oh, wir sind bei 79%. Schaffen wir das heute noch? 81%. Oh mein Gott. Ich musste ja eben nur 2 Stunden installieren. 82%. Wird das spannend jetzt zum Ende hin? Oh, und dann den Rest zeigt er gar nicht mehr an. Dieses Spiel speichert automatisch, schaltet das PlayStation 3 Symbol nicht aus, wenn dieses Ding da sichtbar ist, bla bla bla. Übliches Geschwafel. Bandai Namco Games. Bandai. Cyber Connect 2. In Dolby Digital. Präsentieren wir euch Now this world shall know pain. Dieses Let's Play. Nach Naruto Ultimate Ninja Storm. Wie die Geschichte nach 3 Jahren fortgesetzt. In Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Im Gegensatz zum Vorgänger gibt es hier sehr, sehr viele Bossfights, viel, viel mehr Geschichten und Story-Dingens und weniger Nebenmissionen. Das heißt, wir werden mehr Hauptstory, weniger Nebenmissionen machen und deshalb auch, ja, denke ich mal, etwas interessanter vorankommen. Das Spiel soll nicht allzu lang sein. Ich habe es ja auch schon mal durchgespielt, habe ich ja schon mal erzählt. Naruto Ultimate Ninja Storm und Ultimate Ninja Storm 2 habe ich. Generations wird blind und der dritte Teil versuche ich zum Release dann halt, zu starten und dann natürlich auch komplett blind, denn es ist dann ja der Release, ne? Vorher kann man davon ja nichts kennen. Im Hintergrund sehen wir schon einige Szenen, die uns in den nächsten Parts noch etwas näher ans Herz rücken werden. Und es hat sich viel getan im Naruto-Universum. Ich habe ja im letzten Part von Naruto Ultimate Ninja Storm schon erzählt. Naruto und Jiraiya haben da ja erwähnt, sie gehen auf eine 3-jährige Reise. Und dieses Spiel startet genau an dem Punkt, an dem diese 3-jährige Reise vorbei ist. Und Naruto mit Jiraiya zurück ins Dorf Konoha kehrt. Und genau an diesem Punkt werden wir dann hier gleich wieder hineinstarten. In Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Dieses Spiel startet natürlich genau an der Stelle, wo auch in der Fernsehserie Naruto Shippuden startet. Und da das hier immer noch läuft, wird das hier auch natürlich nicht so weit sein, wie es aktuell ist, denn das Spiel ist aus dem Jahr... Jetzt muss ich hinten drauf gucken. Oh mein Gott, auf die Spielehülle. Aus dem Jahr 2010. Also schon, ja, fast 3 Jahre alt. Zwischendurch ist natürlich der Teil Generations rausgekommen, den ich wie gesagt nicht gespielt habe, weil für mich irgendwie die Story geht wohl weiter. Ich hatte das damals nur so verstanden, dass das so quasi nochmal 1 und 2 ist, nur in besser, aber es soll wohl noch ein bisschen weitergehen und 3 schließt dann nochmal weiter hinten an. Das werden wir dann natürlich noch sehen. Wir starten hier in das ultimative Abenteuer und machen natürlich ein neues Spiel. Blablabla, verdiente Punkte, blablabla und Sammler hat mir übernommen, die Story wurde mir zurückgesetzt, wirklich neu anfangen. Ja, gerne. Neuanfang, ja, gerne, habe ich gesagt. Der Story wurde zurückgesetzt, du kannst die ultimative Abenteuer neu beginnen. Der Neunschwänzige kommt. Konoha wurde vom Neunschwänzigen angegriffen. Der 4. Hokage versiegelte ihn in Naruto und stellte den Frieden wieder her. Der Weg zum Ninja. Naruto wurde angefeindet, aber Iruka freundete sich mit ihm an. Nach Abschluss der Ninja-Akademie wurde Naruto Team 7 zugewiesen. Team 7. Der Anführer von Team 7 war Kakashi, Sasuke und Sakura waren mit Naruto im Team und im Laufe der Zeit stärkte sich das Band zwischen ihnen. Sasukes Frustration. Als die drei heranwuchsen, wurde Sasuke ungeduldig. Er fühlte sich nicht stark genug, seinen Bruder Itachi bestrafen zu können. Zeit der Trennung. Hungrig nach Macht ging Sasuke zu Orochimaru. Naruto versuchte erfolglos, ihn aufzuhalten. Sasuke war weg und Naruto beklagte sein Versagen. Die Reise beginnt.
Naruto gab Sasuke nicht auf. Er ging mit Jiraiya, um die Kraft zu erlangen, Sasuke zurückzuholen. 2,5 Jahre vergingen. Und genau dort starten wir wieder hinein. Jetzt. Now this world shall know pain. Original Story and Art, Masashi Kishimoto, Weekly Shonen Jump. Almighty Push! So, you came. Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 2. On a gust of wind, did the young man come home once more. To the crisis looming over his hometown, he offers limitless strength. To the farewells of the distant past, he offers fresh hope. Was vorgelesen wird, lese ich natürlich nicht vor. Now this takes me back. Yeah, it has. The village hasn't changed a bit. Aber Naruto hat sich verändert. Das sieht man allein schon am Äußeren. So nostalgic now? Honestly, you're not a kid anymore, so quit bouncing around like that. Who cares? I mean, come on, it's been forever. Always rambunctious. Hey, so where are we going now? I figure the first place we should hit is Ichiraku, right? Huh? Naruto, is that you? Huh? What? Is that Sakura? When did you get back? I haven't seen you in ages. Yeah, I know, right? Wow! So you must have made it through your training all right then. Yeah, I've gotten way stronger, so I'll take any missions you've got! That irresponsible self-confidence of yours sure hasn't changed. All right, save the catching up for later. For now, we're gonna go see Tsunade. If we don't stop in for a proper hello, we're sure to get an earful later. Listen, Pervy Sage,
Do you think I could go look around the village a little first? Hmm? It's been so long. The waiting is killing me. Sheesh, just do it later. Or at least that's what I should say. But you've never been away from the village for so long, have you? Hmm. It's all right, Master Jiraiya. I'll go with Naruto, too. I'll make sure he gets to the mansion. Whoa! I just got back and now we're going on a date? In your dreams. Well, in that case, I'll go on ahead to the mansion. You two catch up after you're through wandering around the village, all right? You got it! Prologue. Homecoming of Naruto. Okay, praktisch. Ich muss anscheinend nichts vorlesen, weil alles vorgelesen wird. Das wusste ich nicht mehr. Okay, why don't we head to the mansion and check out the vicinity on our way over? This is gonna be awesome! Karteninfo, Kartentyp und umschalten. Es gibt drei Arten von Karten. Bei freier Bewegung ist rechts oben eine Karte der aktuellen Position zu sehen. Mit der Select-Taste wird die Regionalkarte umgeschaltet, wenn das Startmenü ist. Über das Startmenü ist eine Weltkarte zugänglich. Auf der Minikarte kannst du sehen, wo auf der aktuellen Karte du dich gerade befindest. Die Regionalkarte zeigt dir übergeordnete Informationen, zum Beispiel welche Läden und sonstige Orte im aktuellen Gebiet bereitstehen. In der freien Bewegung kannst du diese Karte mit der Select-Taste öffnen. Wähle im Startmenü die Option Weltkarte, um dir die gesamte Welt des Modus Ultimatives Abenteuer anzusehen. Das Ausrufezeichen auf der Regionalkarte und der Weltkarte zeigen den Ort des jeweils nächsten Ereignisses der Hauptgeschichte an. Wenn du mal nicht weiter weißt, öffne eine dieser Karten und informiere dich über dein Ziel. Speichern Info. Fortschritt speichern. Nach manchen Ereignissen in der Hauptgeschichte speichert das Spiel automatisch. Außerdem kannst du bei Speicherpunkten speichern, die in jedem Gebiet zu finden sind. Tutorials Info. Wenn du Probleme hast, du kannst bereits gelesene Tutorial-Nachrichten erneut lesen, indem du im Startmenü die Option Tutorial wählst. Wenn du vergisst, wie irgendwas funktioniert, lies es einfach im Tutorial nach. So, jetzt kann ich endlich was sagen. Ja, damit nochmal offiziell willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm. Dieses Mal beim zweiten Teil in Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Ein langer Titel. Ich weiß nicht, ob ich den komplett in den YouTube-Titel reinkriege, weil es kann sein, dass da der Platz voll ist und ich keinen Titel mehr hinten hinterpacken kann. Das heißt, es kann sein, dass hier keine Part-Benennung da ist, sondern einfach nur Part 1, 2, 3, 4, 5 und keine Informationen hier zu dem Part, weil, naja, der Titel einfach schon ultra lang ist. Naja, nach 13 Minuten kann ich jetzt auch endlich mal ein bisschen was selber zum Spiel erzählen. Wie gesagt, ist natürlich ganz praktisch, dass alles selber vorgelesen wird. Ich dachte so, Überschriften und so muss ich wieder selber vorlesen, wie im ersten Teil. Aber hier scheint alles komplett durchsynchronisiert zu sein. Einmal auf Englisch und einmal auf Japanisch. Japanisch sind natürlich die Originalstimmen. Aber ich hab's auf Englisch gelassen, weil, naja, ich finde das Japanische so ein bisschen hier freudig und dieses ganze, so dieses Quiekige und so, das, ich weiß nicht, das passt nicht so zu so einem doch sehr emotionalen Spiel, finde ich, wenn man die Anfangsszene ja gesehen hat. Ich finde, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe hier Naruto gespielt, bevor ich Shippuden gesehen hatte. Also ich hatte Shippuden schon die ersten Folgen gesehen, aber so weit noch nie. Und naja, das hat schon, allein die erste Szene hat schon angeregt, dieses Spiel durchzuspielen, um zu wissen, was überhaupt passiert. Und die Story finde ich auch wesentlich genialer als die vom normalen Naruto. Zumindest die Kämpfe sind wesentlich imposanter inszeniert und so weiter und so fort. Zum Spiel selbst. Die frei begehbare Welt, beziehungsweise Welt, das war ja nur Konoha im ersten Teil, ist jetzt weg. Dafür haben wir so kleine Kartenabschnitte, wie man da oben rechts sieht. Man kann quasi von Kartenabschnitt zu Kartenabschnitt gehen, indem man quasi hier so mit den Pfeilen und hier so quasi lang geht in verschiedene neue Bereiche. Und das macht das Ganze natürlich ein wenig weniger offen, die Welt. Dafür natürlich kann man jetzt breitere Bereiche besuchen. Man ist jetzt nicht mehr nur an Konoha gebunden und alles, was außerhalb ist, muss man dann mit Missionen irgendwie so simulieren quasi. Mit so ein paar Waldgehopse oder Baumhochgerenne. Sondern jetzt ist das natürlich alles ein bisschen offener, die Welt. Das musste man natürlich, glaube ich, mal eingehen, weil so eine ganze offene Naruto-Welt zu gestalten, wäre, glaube ich, für 2010 ein bisschen zu viel gewesen. Naja, jetzt erstmal genug gequatscht. Wir gehen weiter Richtung dem Palast vom 4. oder mittlerweile 5. Hokage von Tsunade. Wer es nicht gesehen hat, ich habe ja auch ein Let's Play zum
ersten Teil dieser Serie gemacht. Da ist natürlich die gesamte erste Story drin. Oder fast die gesamte erste Story. Ein paar Teile sind dann ausgelassen worden. Die sollen mit Generations dann nachgelegt worden sein. Die wichtigen Teile, die ausgelassen wurden. Ansonsten geht's dann direkt hier weiter. Speicherpunkte Info. Bei Speicherpunkten speichern. Die Vogelhäuschen in den einzelnen Gebieten sind Speicherpunkte. Bei ihnen kannst du dein Spiel speichern, indem du die Vögel deine Fortschritte verbreiten lässt. Tritt dazu an das Vogelhäuschen und drücke zum Speichern Kreis. Toll. Das Spiel ist auch PlayStation 3 exklusiv, genauso wie der Vorgänger und die beiden Nachfolger. Da hat, glaube ich, jede Konsole sie ihre eigene. Ich glaube, die Xbox hatte ja Broken Bond. Das soll ja auch recht gut sein, aber die haben, glaube ich, nicht so viele Teile gekriegt wie die PlayStation-Spiele. Die haben sich, glaube ich, auch am besten verkauft. Die sind, glaube ich, auch vom Kampfsystem her am besten, weil dieses offene Kampfdingens, das hat sich nicht so groß verändert im Gegensatz zum Vorgänger, nur man hat halt noch ein bisschen mehr Kontrolle über den Charakter. Also ich finde das Spiel durchaus gelungen, das macht alles besser, was der Vorgänger vielleicht ein bisschen mies gemacht hat. Vor allem die Ladescreens. Guck mal, ich kann hier von Bildschirm zu Bildschirm wechseln ohne Ladescreen. Und wenn, dann läuft unten so eine Prozentzahl, die ist viel, viel schneller durch als ein blöder Balken in so einem komischen Etwas. Schauplatzobjekte Info. Interaktion mit Objekten. Interaktive Objekte unterscheiden sich in der Farbe leicht von den übrigen Gebäuden und Hintergrundobjekten in der Umgebung. Einige reagieren auf bloße Berührung, andere können durchsucht werden. Probier's aus. Versuchen wir mal das Fass. Da drin. Ist eine Materialsammlung. Materialsammlung? Was heißt Materialsammlung? Materialien gibt es überall. Wenn du benötigte Materialien sammelst und an einen bestimmten Ort ablieferst, kannst du neue Items entwickeln. Die sind oft wirkungsvoller als normale Items. Deshalb solltest du unbedingt Materialien sammeln. Eine Zwiebel. Was ist da drin? Da befindet sich Ninja-Pillen. Ja, so findet man hier ein paar Sachen, womit man so ein bisschen rumexperimentieren kann. Ist später noch ganz lustig, ist aber eher ein bisschen irrelevant, soweit ich das noch in Erinnerung hatte. Wir können jetzt hier hoch. In den Palast und zu Tsunade. Was die wohl dazu sagt, dass wir wieder da sind? May I come in, Lady Tsunade? I brought Naruto. Hey! Grandma Tsunade! Shizune! It's been forever, huh? How you been? Naruto, it's good to see you again. Noisy as ever, hey Naruto? So I'm back from my training with the pervy sage. It was pretty intense. I've gotten way stronger. Get a load of this. I'm gonna blow your mind. Self-confidence is a good thing. But let's not get ahead of ourselves. I need to see if you're really as strong as you think you are. What do you mean? She means that I'll be putting the two of you to a little test. Huh? Kakashi-sensei! Yo. You haven't changed a bit, Kakashi-sensei! You either. Well, your personality's the same anyway. Kakashi-sensei, you said test. What test? And the two of us? Naruto and Sakura. We're gonna find out just how strong you've gotten over the past 3 years. And if you're able to carry out a mission together. And we'll do so using these. Bells? You mean... That's right. It's the same test you took 3 years ago. The bell test. The bell test, huh? Wow! Does this bring back memories? You couldn't get one then. I wonder how you'll fare this time. We'll hold the test on the training field. Come when you're ready. Got it? You got it. All right. I'll be waiting. Naruto. Yeah! Let's show Kakashi-sensei just how much we've grown! So, damit müssen wir zum ersten Mal zum Trainingsfeld.
speichern, ja. Perfekt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder raus und müssen jetzt das erste Mal so ein bisschen selbstständig hier langlaufen, aber dieser Pfeil da auf der Karte sagt uns immer perfekt, wo wir langlaufen müssen. Das heißt so irgendwie, was ihr eben sagt, mit Regionalkarte und Weltkarte aufrufen, wenn man nicht weiter weiß, um zu gucken, wo man hin muss, das ist vollkommener Schwachsinn. Der Pfeil zeigt, soweit ich weiß, immer dahin, wo wir hin müssen. Das heißt, man braucht diese Drecksregionalkarte und Weltkarte einfach nicht, weil man eh nur auf diesen kleinen Kartenabschnitten hier gerade ist und deswegen auch eigentlich immer nur von Abschnitt zu Abschnitt rennt in die Richtung, die der Pfeil zeigt, und dann ist man halt irgendwann da. Gut, man kann damit gucken, wie lange man jetzt ungefähr noch braucht, aber man merkt dann ja, wenn man da ist, dann ist man halt da. Und so riesig ist die Welt hier auch nicht gemacht, also es ist schon recht gut in Abschnitt unterteilt, dass man so wirklich die Übergänge sieht hier. Jetzt sind wir quasi vorm Tor, und jetzt sind wir in dem Wald drin so ein bisschen. The training field's just up ahead, right? I'm getting all fired up! Hey, hang on a minute. Huh? What's wrong, Sakura? Listen, why don't we warm up a bit before we meet Kakashi-sensei? Warm up? Sure, we could, but how? There are lots of ways, but the quickest is... some no-holds-barred sparring. That's the ticket. Don't you think that's a bit much for a warm-up? I'm sure it'll be fine, though. Good idea, Sakura. Only thing is, if it's no holds barred, I don't know if I'll be able to hold back. That's perfect. This way, I can see what you've really got. Well, okay. Let's get this started. Here I come, Sakura. Oh ja, unser erster Kampf. Und ich hab's ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr, in welchen Punkten sich vom Vorgänger unterscheidet. Es war auf jeden Fall... Ich fand's flüssiger und besser und schöner und auch allein dieser Ladebildschirm, wenn man endlich sieht, Naruto gegen Sakura, blablabla, ist viel schöner als so eine blöde Laterne, die da anfängt zu leuchten, aber... hör auf, mich über den Ladebildschirm des vorigen Teils aufzuregen. Ich hätte gerade für die damaligen Verhältnisse war es ganz normal, solange Ladebildschirme heutzutage ist das schon ziemlich nervig. Und die Techniken sind natürlich wesentlich imposanter und was ich auch viel besser finde, ist, dass man hier jetzt halt... auch bei Bosskämpfen... dann immer so diese Balken da oben hat mit mehreren Etagen und so. In denen man halt so schön den Gegner sieht, aha, so und so viel Leben hat er noch und dann kann man den weghauen. Und ich finde es einfach viel, viel, viel besser als den Vorgänger, als ich es damals das erste Mal gespielt habe. War ich sowas überrascht von dem Spiel. Ich hatte da nicht so viel, also ich hätte jetzt nicht so große Besserungen erwartet. Ich finde... auch wenn man es nicht merkt, vielleicht kann ja sein, dass man es nicht merkt. Ich finde, es läuft einfach viel flüssiger, es ist viel schöner, die Kampfattacken und so laufen viel besser ineinander über, man trifft, ist besser ausbalanciert und so weiter. Ich finde es einfach schöner. Einfach nicht möglich. Ich weiß nicht ganz genau, warum jetzt die Super Doppel-Punkte denn immer dieselbe gemacht. Muss ich mir doch mal genau angucken, vielleicht ist da ja die Steuerung verändert. Die Gesundheit ist bei 98% geblieben, die Zeit. Na, so guckt man halt die S-Rang, was weiß ich. Der interessiert uns aber nicht, erstmals zumindest. Sturmpunkte-Info in Kämpfen erhalten. Sturmpunkte verdienst du dir in Kämpfen. Mit Sturmpunkten werden Dinge, die du durch den Abschluss von Ereignissen im ultimativen Abenteuer bekommen hast, auch im freien Kampf und im Online-Kampf verfügbar. Anleitung zum Sieg 1. Angriffsgrundlagen. Die grundlegenden Angriffe sind Kombos und Würfe. Mit der Kombination linker Stick plus Kreis löst du eine Vielzahl von Kombos aus. Außerdem kannst du mit L2 Kreis und R2 Kreis besondere Attacken aktivieren. Ninja Moves beherrschen. Du bewegst dich mit linken Stick und springst mit X. Außerdem kannst du im Sprung X gedrückt halten, um damit Ninja Moves auszuführen. Drücke zweimal in Folge X, um den Ninja Sprint zu aktivieren. Okay, im Sprung X gedrückt halten, weiß ich noch nicht. Chakra professionell einsetzen, drücke Dreieck, um Chakra aufzuladen. Danach kannst du durch Drücken verschiedener Tasten mächtige Aktionen ausführen, für die Chakra aufgewendet wird. Du kannst zweimal in Folge drücken, um so mächtigere Techniken einzusetzen. Also Chakra zum Beispiel. Und der Aufwendung von Chakra zum Beispiel bei Ninjutsu oder Ultimativen Jutsus oder wenn du zu Boden gehst, das Charakterkugeln, Chakra-Kugeln werden frei. Verlierst du Chakra, halte Dreieck gedrückt, um aufzuladen, gegen Schaden verteidigen. Drücke dazu LR oder verlass dich nicht zu sehr darauf, sonst durchbricht der Gegner. Außerdem kannst du mit X in den Augenblick drücken, indem du zu Boden geworfen wirst, um aufzuspringen. Ausweichen durch Tauschen, drücke L2 oder R2 in dem Moment, in dem der Gegner einen Angriff trifft.
Damit aktivierst du die Kunst des Tauschens und entgehst du jeglicher Wirkung des Angriffs. Allerdings ist dafür eine Menge Chakra nötig. Kämpfe mit Hilfe gegen schwere Gegner, ja bla bla bla. Ist meistens selbst. Jetzt habe ich's verstanden. Wenn ich genug Chakra habe, dann geht der... Not bad. Dann geht dieses Jutsu des Tausches. Ah, vielleicht brauche ich dafür einfach nur genug Chakra. Okay. You've gotten way stronger too, Sakura. It looks like the bell test should go all right. I'll be counting on you, Naruto. Duck. I'm counting on you too, Sakura. Leave it to me. All right, now that we've warmed up, let's get over there. We'll show Kakashi-sensei exactly what we're made of. Darn right! Hey, hold on. Huh? Here you go. Das Item Wundsalbe. Und das Item Briefbombe. Achso, das wird nicht erklärt. Hä, was soll das sein? Unsere Aufwärmübung hat dich ja einiges in Sorge gesetzt. Das ist ja 2%. Heile dich mit der Medizin, die ich dir gegeben habe. Regeneration, Ishiraku und Regenerationsitems. Wenn du im Kampf Gesundheit verlierst, bleibt sie auch im nächsten Kampf verringert. Du kannst Gesundheit regenerieren, indem du bei Ishiraku Nudeln isst oder indem du Regenerationsitems aus dem Itemladen nutzt. Manchmal wird deine Gesundheit nach bestimmten Ereignissen automatisch wiederhergestellt, meistens halt Bossfights, aber nach einem Kampf ist es immer eine gute Idee, deine Gesundheit wiederherzustellen. Und deine Briefbombe wird dir gegen Sensei Kakashi gute Dienste leisten. Nimm sie auf jeden Fall zur Ausrüstung. Kampf-Items-Info. Mit Kampf-Items ausrüsten. Im Startmenü unter Items kannst du festlegen, welche Items im Kampf benutzt werden sollen. Drücke bitte die Starttaste und wähle ein Item aus. Klar doch, Sakura. Gut, packen wir es an. Yeah. Okay, das wird jetzt nicht vorgelesen. War aber auch eher so eine Art Tutorial jetzt. Und ein neues Ziel zum Trainingsplatz gehen. Ja, das meinte ich mit... Ja, Startmenü. Das Startmenü beherbergt alle möglichen Menüs zur Unterstützung bei deinem Abenteuer, unter anderem zur Benutzung, Bestätigung verschiedener in ultimativen Abenteuer erworbener Items und zur Bestätigung deiner aktuellen Fortschritte. Hier kann man auch die Mitglieder überprüfen und so weiter und so fort. Das meinte ich mit vorhin. Ja, die Spielzeit da oben, die wurde natürlich von meinem alten Spielstand übernommen. Da hatte ich schon mal so 27, na, 6. Ach nee, doch nicht, das ist die. Oh, das ist die Unterhaltung? Nein. Nein! Das ist die übernommen, wo hatte ich schon mal so 27 Stunden gespielt oder so, oder 26 Stunden irgendwas. So lange wird jetzt wohl nicht laufen, da habe ich, glaube ich, auch irgendwie so versucht, 100% zu erreichen. Jetzt werden wir halt nur versuchen, die Story durchzubringen. Einzig und allein aus dem Grund, ich würde es ja gerne zu 100% machen, den Vorgänger nicht, weil das nicht machbar ist für mich, aber den hier schon. Allerdings, ich möchte halt wirklich den dritten Teil zum Release spielen und dafür muss ich diesen hier noch durchbringen bis März und am liebsten noch Generations und... Naja, deswegen... Keine 100% und einfach mal so durchbringen hier so, ne? Toll. Deswegen gibt es gibt verschiedene Missionen. Da unten unter Sakura sieht man zum Beispiel da so komische Hakensymbole. Davon gibt es halt 5 Stück. Und dann gibt es halt 5 Missionen, die ich für Sakura machen soll. Und das gibt es halt für jeden einzelnen Hilfscharakter. Und wenn man alle Missionen für jeden Hilfscharakter gemacht hat, dann hat man halt alle Haken da. Und dann kann man halt alle, irgendwie alle Fähigkeiten, ich weiß nicht, was die Haken bringen. Aber auf jeden Fall... War das so Freundschaftsmissionen heißen die, glaube ich. Die werden wir halt größtenteils nicht machen. Vielleicht werden wir dich davon mal eine zeigen oder zwei oder so. Aber größtenteils halt nicht einfach aus dem Grund, weil ich das Spiel halt... Naja, den dritten Teil recht pünktlich zum Release spielen möchte und gerne doch Generations Let's Playen möchte. Und das ist halt blind und das wird dann wahrscheinlich etwas länger dauern als der erste und der zweite Teil. So, die Items, ich meinte ja vorhin so ein bisschen... Die ganzen Sachen, die man finden kann. Ja, unter Items kannst du Items benutzen, indem du Kampf-Items ausrüstet und dir Materialien sowie wertvolle Items anzuzeigen lassen. Oder anzeigen lassen. Auf dem Register Kampf kannst du Palette anpassen, benutzen, um mit blablabla die Kampf-Items auszuwählen und sie für den Kampf bereit zu machen. Im Kampf benutzt du Items am Ende des Kampfes wieder aufgefüllt, oder werden am Ende des Kampfes wieder aufgefüllt, sodass du beliebig viele benutzen kannst. Auf dem Register Item kannst du zu benutzende Items auswählen und benutzen. Dieses Register zeigt dir außerdem, welche Items du verkaufen kannst. Das Register Materialien sagt dir Materialien, die du in Läden liefern kannst, damit daraus neue Items für den Verkauf gefertigt werden können. Diese neuen Items sind viel mächtiger als normale Items und können dir entscheidende Vorteile verschaffen. Das Register Wertvoll zeigt dir wichtige Items, die du im Rahmen verschiedener Ereignisse erhalten hast.
Ja, also wie gesagt, man kann hier in den Laden gehen, man kann hier in so einen komischen Kampf-Item-Laden gehen mit verschiedenen Sachen, die man findet. Halt, wir haben schon eine Zwiebel gefunden und wir haben schon diese komischen Ninja-Mittel da gefunden. Je mehr man findet, umso mehr kann man herstellen und umso stärker werden die Sachen, die man halt hier ausrüsten kann. Ich sag's ganz ehrlich, ich benutze es fast nie. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es sieht so aus, als wenn ich noch alle hätte, aus denen...